möchte euch heute zu einer kleinen Tour einladen. Eine euch vielleicht schon bekannte Strecke, die gehe ich öfters. Ich möchte die Zeit nutzen, um ein bisschen alte Themen zu reflektieren, auf neue Themen einzugehen, ein paar meiner Überlegungen bezüglich der neuen Themen euch nahezubringen. Warum gehe ich die Strecke? Hier gibt es sehr viele Pflanzenarten. Man kann dann mit einmal kurz begehen, mal schauen, wie weit der Stand schon ist. Ob man noch 2 Wochen warten muss oder 3, bis man hier ein paar Kleinigkeiten holen kann. Ja, heute ist mir aufgefallen, im Garten habe ich mir meine Hochbeete angeschaut, habe auch gestern eines davon ein bisschen umgefüllt, weil ich eins kleiner machen will. Das zeige ich euch noch, warum. Ja, in einem hatte ich ja schon im Herbst Knoblauch gesteckt und habe heute festgestellt, oh mein Gott, 1. März und die Erde ist komplett trocken. Hatte ich jetzt eigentlich nicht erwartet, aber wir hatten jetzt seit langer Zeit ziemlich warmes Wetter und ich muss sagen, die oberen 5-6 cm die Erde waren schon durchgetrocknet. Ich habe heute das erste Mal die Gießkanne genommen und habe meine Beete, meine Hochbeete, also das eine zumindest, gegossen. Es wird also Zeit, dass ich mir zu diesem Bewässerungssystem, zu dem Tripsystem, was überlege. Materialien sind ja da. Es hat nur leider immer noch nachts etwas Frost. Und ich habe Bedenken, ob da die Düsen, ja, die ja doch relativ klein sind, nicht Schaden nehmen, wenn da mal Eis auskristallisiert. Ich habe auch nachgelesen. Also man soll diese Anlagen über Winter auf jeden Fall abbauen. Oder sie müssen zumindest vollständig entleert sein, was schwierig ist. Denn die Schläuche sind doch relativ dünn im Durchmesser. Und die vollständig und sauber zu entleeren, sodass auch wirklich nichts mehr drin bleibt, erscheint mir schwierig. Das geplante Hydroponik-Projekt, also Pulchrokultur. Hydroponik ist ja eigentlich mehr, dass man auch dann Fische mit einbezieht in das Ganze. Das habe ich natürlich nicht vor. Ja, dazu brauche ich Material aus dem Bauhaus. Auch für unsere Bienen. Normalerweise darf man ja im Bauhaus nicht mehr einkaufen gehen. Wir haben das Glück, da wir die Imkerei angemeldet haben, haben wir eine landwirtschaftliche Betriebsnummer. Und ich kann mit diesem Schein auch in den Baumärkten einkaufen gehen. Ich habe auch das Pick and Collect ausprobiert. Ich muss sagen, ich war nicht angenehm überrascht. Ich habe für 5 kleine Artikel 2,5 Stunden warten müssen, bis ich dran gekommen bin. Das ist unsäglich. Gut, wenn man viel Zeit hat, dann kann man sich da gerne auch hinstellen und warten, bis man in der Reihe ist, aber es macht einfach keinen Sinn, wenn man in der Zeit was anderes tun könnte. Dann ein kurzer Rückblick auf frühere Themen. Viele haben sich nicht angeschaut. Also, meist abgesehen davon, eines meiner Beiträge hat ziemlich viele Besucher. Das ist Fleischpökeln und Kalträuchern. Finde ich super. Das habe ich mich dafür interessiert. Ich werde auch demnächst ein neues Rezept reinstellen. Und zwar sollte man immer eingelegte Zwiebelringe im Kühlschrank haben. Wenn wir mal Wurststart oder so machen oder irgendwas mit Zwiebeln dran, dann nehme ich die einfach aus dem Glas. Brauche nicht lange vorbereiten. Die schmecken wesentlich milder. Kann man auch zum Kochen verwenden. Kann ich euch nur anraten. So rückblickend betrachtet, ich habe ja zu Anfang der Zombie-Seuche, den Begriff habe ich übrigens geklaut von einer netten jungen YouTuberin, die das auch immer so schön sagt. Die Zombie-Seuche passt ja auch irgendwie zu den Preppern und zu den Leuten, die mit Krisenvorsorge was zu tun haben. Die bereiten sich ja auch angeblich auf die Zombie-Apokalypse vor. Ja, ganz einfach habe ich schon mal Videos gedreht in Simulation, stimmt ja auch, und habe da einige Dinge vorhergesehen. Einiges ist mir selber damals nicht gerade sehr wahrscheinlich vorgekommen, aber man hätte es erwarten können. Ein Punkt zum Beispiel war, dass man YouTuber oder Leute aus sozialen Netzwerken, die kritisch sind, ihren Rechten beschneidet, sie zensiert. Was ist passiert? Wir wissen es. Also meine Verschwörungstheorie hat sich umgesetzt in eine Verschwörungspraxis. Ist gemacht worden, wird immer noch gemacht. Den Einsatz von Drohnen, um Leute zu finden, die die Ausgangssperre nicht einhalten oder die Maske nicht tragen,
Hey, das ist gerade diskutiert worden die letzten zwei Tage. Stößt es natürlich auf einen enormen Widerstand. Weil die alle sagen, das geht ja gar nicht. Die Regierung mit Hilfe der Polizei Maßnahmen durchsetzen wird gegen die Bürger. Dass man vielleicht sogar fliehen muss. Wegen kommendem Impfzwang oder anderen Dingen. Ja, das ist Verschwörungstheorie geblieben. Einigen Journalisten hat man einfach die Bankkonten gekündigt. Ohne Begründung und den Grund, den wisst ihr sicherlich. So, hier auf diesem Platz wächst normalerweise Bärlauch. Ja, davon sieht man noch nichts. Also es wird wohl noch gute 14 Tage dauern, bis man überhaupt was erspähen kann. Wenn hier mal was wächst, dann kenne ich da einen Platz. Da gibt es gut 2 Hektar Bärlauch am Bärlauch. An einem kleinen Bächlein. Und keine Sorge, ich kann Bärlauch von Schneeglöckchen unterscheiden. Ja, da werde ich mir dann auch wieder für unsere Familie im Eigengebrauch, nicht zum Verkauf natürlich, Bärlauch holen. Ich werde da auch wieder 1 bis 2 Bekannte mitnehmen, die das Gleiche dann machen. Wir sind ja in einer kleinen Gruppe, eine Krisenvorsorgegruppe, gebe ich auch offen zu. Denke ich, ist auch ganz gut. Und die unterstützen uns gegenseitig, so gut es eben geht. Und was will ich mit 2 Hektar Bärlauch? Kann ich alleine gar nicht verwerten. Die schönen Tage, letzte Woche und diese Woche schon wieder. Ist ja relativ schön, nachts hat zwar Frost, aber tagsüber ist es sonnig. Die nutzt man natürlich, um rauszugehen. Habe ich vor, jetzt so ein bisschen euch auch schon getan. Mache ich jetzt natürlich auch wieder. Ist auch kein Problem im Moment. Ja, da läuft man rum und dann sieht man Dinge. Da kann ich nur drüber lachen heute. Einen BMW-Fahrer in seinem Schollen-BMW alleine drin sitzend mit einer FFP2-Maske vor dem Gesicht. Oder was noch schlimmer ist, ältere Herrschaften, die alleine spazieren gehen, vor ihnen mindestens 10 Meter niemand, hinter ihnen gar keiner und trotzdem tragen sie eine FFP2-Maske und keuchen sich den Weg lang. Würde die Regierung mal die Leute aufklären, wann die wirklich zu tragen sind und diese ganzen Irrtümer ausräumen, hätten wir vielleicht am Klinikum weniger Leute mit Lungenproblemen. Ja, den Platz, den ich euch gezeigt habe mit dem Bärlauch, da wächst normalerweise kein Bärlauch. Jemand, der es gut mit allem meinte, hat da vor 5-6 Jahren mal ein bisschen Bärlauch angepflanzt. Und was soll ich sagen, die Samen haben sich verbreitet. Mittlerweile ist es schon ein Fleck, der so 100-150 Meter Durchmesser hat. Aber da nehme ich natürlich nichts weg. Es ist viel zu wenig und ich lasse den Leuten auch eine Chance, die diesen Platz hier kennen. Ich habe ja meinen großen Platz. Aber nachzuschauen, ob schon was steht, ob es sich schon lohnt, dahin zu fahren, denn es sind immerhin fast 40 Kilometer, die ich fahren muss. Ja, dazu ist der Platz gut. Ja, weil wir über Bärlauch gesprochen haben, ich habe ja auch schon etliche Bärlauch-Pesto-Rezepte ausprobiert. Und eines rate ich euch, macht kein fertiges Pesto mit geriebenem Käse. Warum nicht? Ihr werdet es bereuen, ihr könnt es nicht richtig einkochen, weil der Käse dann sofort nach unten läuft, wenn er heiß wird. Und dann fängt das Zeug zu gären an. Man kann es zwar immer noch essen, weil genug Salz dran ist. Also eine Art Milchsäuregärung, die da stattfindet. Aber ideal ist es nicht. Mach nur Bärlauch als Mousse. Das könnt ihr einkochen. Bei 80 Grad 20 Minuten oder 25 Minuten. Und ihr habt lange Zeit Freude dran. Den Käse oder andere Pesto-Bestandteile, die ihr gerne drin haben wollt, könnt ihr auch noch danach reinbauen. Kurz bevor ihr servieren wollt. Was man da als Pferde erspähen kann, sind Brombeeren. Brombeerblättertee ist eine coole Sache, wenn man sich an Tees etwas zulegen will. Gemischt natürlich mit Himbeerblättern und vielleicht noch Blättern von Waldbeeren, die man fermentiert, hat man ein optimales Ergebnis. Ich trinke neben Tee auch Kaffee, eigentlich mehr Kaffee als Tee. Da habe ich vielleicht auch einen kleinen Tipp für euch. Beim nächsten Stopp trinke ich mal was aus meiner Flasche und erkläre euch, was da drin ist.
Ja, der Platz, auf dem ich abchecke, ob Huflattich auch schon wächst, ist leer. Kein gelbes Blümchen, kein grünes Blättchen. Oh doch, da oben. Ah, man sieht es kaum. Da in der Mitte des Bildes, da sieht man schon ein paar Huflattichblüten. Da sind tatsächlich noch mehr gelbe Flecken im Gras. Also wirklich 8, 14 Tage maximal, dann kann man hier schon sammeln. Da sieht man auch noch nichts. Was hier sonst immer steht, ist in Unmengen Girsch. Ein Tipp. Baut euch nie Girsch im Garten an. Kriegt ihr nie wieder raus. Girschblätter mit Paprika angebraten. Schmeckt lecker. Die Stiele eignen sich auch zum Einlegen. Entweder mit Milchsäuregärung oder in einem Essigsud. Hier hoch stehen normalerweise Unmengen von Brennnesseln. Jetzt sind noch nicht mal junge Brennnessel da. Es wird auch noch ein, zwei Wochen dauern. Die letzten Hagebutten des Vorjahres. Teilweise kann man die schon noch brauchen. Wollt ihr mal was Verrücktes ausprobieren? Wenn ihr Schweinebraten mögt, Schweinebraten öfters mal macht, haut doch mal eine Handvoll schon angetrockneter Hagebutten mit in die Soße. Ich kann euch sagen, das schmeckt nicht schlecht. Natürlich solltet ihr die nicht drin lassen zum Verzehr, sondern nachdem ihr die Soße fertig habt, abseilen. Ja, ganz klar. So, für die Hydrokultur und auch so zum Ansetzen und Anpflanzen ziehe ich gerade Sendlinge hoch. Dazu kommt auch bald ein Video. Ich möchte allerdings da täglich jetzt mal den Stand mitfilmen, wie sich die Sämlinge entwickeln. Ein paar davon mache ich traditionell mit Erde. Das heißt, ganz traditionell mache ich sie nicht. Und die anderen in einer Wanne mit Watte. Da quellen und keimen die auch und man sind sie dann für Hydroponik oder den Anbau in Nurwasserflächen bestens geeignet. Auch wenn ich euch das schon mehrfach gesagt habe, besorgt euch einen Sack Reis. 25 Kilo Sack Reis kostet nicht viel, um die 30, 35 Euro. Jetzt sagt ihr, naja, dafür habe ich kein Geld. Dann lasst doch die Duftsteine im WC weg. Das stinkt eher, als ob ihr in den Wald geschissen hättet oder in den Fliederbusch und ihr spült bares Geld das Klo runter. Ich habe mir vor einem knappen Jahr ein Buch gekauft. 5 Hausmittel ersetzen eine Drogerie. Ich sage sogar weiter, 5 Hausmittel helfen euch zu sparen. Denn die Reinigungsmittel, die ihr kauft, sind bei weitem nicht so ökologisch. Sie sind in Plastikflaschen. Die schmeißt ihr dann weg. Wir vermeiden Plastikmüll, wenn wir das nicht mehr tun. Und man kann Textilerfrischer, Reinigungsmittel, Waschmittel, alles relativ einfach selbst herstellen für einen Bruchteil des Preises, den man zahlt. Gut, da spart man im Monat nicht viel, aber über das Jahr gesehen kommen doch ein paar hundert Euro zusammen. Ich werde euch ein paar solcher Rezepte vorstellen. Ich kann euch gleich sagen, ihr braucht eigentlich fast nur 4 Bestandteile. Es ist Natron, Soda, also Waschsoda, Kernseife. Die nehmt ihr mal am Stück und reibt sie dann, wenn sie entsprechend klein gemacht werden muss, durch eine Küchenreibe. Ja, und Essig. Essig könnt ihr auch sparen. Kauft euch nicht schon den fertigen Essig, sondern im Großhandel. Habt ihr jemanden, der in die Metro kann, fragt ihn mal, ob er euch was mitnimmt. Da gibt es 3 Liter Gebinde mit 30%igem Essig. Knapp 30%, sind 29, irgendwas. Den verdünnt man selbst. Dann kriegt man aus diesen 3 Litern für 5%igen Essig mindestens das 5-fache raus. Also 15 Liter Essig. Und der Essig in der Metro oder vergleichbaren Geschäften ist eigentlich sehr billig. Wir haben immer mindestens 3 von den Kanistern zu Hause. An unserem Fluchtort haben wir nochmal Kanister und auch 80%ige Essigsäure. Das bedeutet, ich gehe aus der Literflasche, ja, ihr könnt euch ausrechnen, bei 5%, wie viel Liter ihr rauskriegt. Naja, das leidige Thema Geld, jetzt gerade in dieser Zombie-Apokalypse, die momentan um uns läuft, ist ja alles zu, wird alles immer teurer. Lebensmittel gehen noch bei der Preissteigerung, aber das wird zunehmen, habe ich auch schon bemerkt.
Man muss halt einfach schauen, wo man sparen kann. Und viele Leute haben da einfach keine guten Ideen mehr. Ich muss sagen, uns sind sie auch schon fast ausgegangen. Wenn wir rauchen würden, würden wir uns am Rauchwaren viel sparen können. Die momentanen Tabakpreise sind auch nicht gerade gering. Und da kann man leicht im Monat mal 200-300 Euro sparen, je nachdem, wie viel man am Tag raucht. Ich will natürlich das Rauchen nicht vermiesen. Aber vielleicht könnte es ja reduzieren, ist auch gesünder. Ich habe übrigens festgestellt, wo gesund. Ja, die Zombie-Seuche hat mich ziemlich mitgenommen. 2019 war ich noch relativ fit. Jetzt bin ich im Homeoffice. Komme kaum noch raus, außer mal kurz zum Einkaufen. Natürlich könnte ich mehr rausgehen. Mache ich aus bestimmten Gründen nicht. Ja, meine Kondition ist einfach verschwindend gering geworden. Schon dieser Dreiviertelstunde Spaziergang. Ja, ich will nicht sagen, dass ich erschöpft bin, aber es fühlt sich nicht so an, als ob ich noch fit wäre. Eine weitere Möglichkeit zu sparen, ja, die hat man, wenn man den Getränkekauf reduziert. Wir haben früher sehr viel Limonaden und Mineralwasser gekauft. Und na, das billigste Mineralwasser will man dann auch nicht trinken, schmeckt auch nicht sonderlich. Gut, wir haben eine Umkosmoseanlage. Unser Trinkwasser ist also relativ sauber. Ja, wir haben uns so einen CO2-Sprudler gekauft, wenn jemand unbedingt Kohlensäure drin will. Ich brauche es nicht. Also was trinken wir? Ich habe zumeist Kaffee oder Tee, natürlich auch normales Wasser. Ab und an kommt auch ein Spritzer Zitrone rein. Ja, das reicht eigentlich schon. Und wir haben die Kosten für einen Träger, da sind meistens so 24 kleine Flaschen drin, mit einem halben Liter, also 12 Liter. Da zahlen wir um die 10 Euro. Wie viel zahlen wir für 12 Liter Wasser aus der Leitung? Ich schätze das mal hoch. Der Kubikmeter wird mich mit Abwassergebühren auf 6 Euro kommen. Ein Kubikmeter sind 1000 Liter. Also kommt mich der Liter auf 12, könnt ihr es ausrechnen. Also auf jeden Fall weniger als 10 Euro. Was es nicht heißen soll, dass wir nicht etwas Leckeres zu trinken einkaufen. Ja, wir haben immer Bier im Haus. Ein bisschen zumindest, ein Träger oder so. Das, was wir Radler trinken wollen. Die Limonade machen wir uns als Konzentrat mit so einem Wassersprudler. Das kommt auch wesentlich günstiger. Ja, im Sommer trinken wir gerne mal einen Radler. Wieder so ein Rad, den nicht jeder cool finden wird. Am meisten verbraucht man momentan mit Spritkosten. Es ist ja beim Auto nicht nur der Sprit, den man zahlt, sondern auch die Abnutzung. Der Wertverlust des Fahrzeugs. Man zahlt Steuer und Versicherung im Jahr. Gut, das werdet ihr, ob ihr viel oder wenig fahrt, immer zahlen. Aber ihr könnt die Spritkosten senken. Ich fahre jetzt schon seit 3 Jahren nur noch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in die Arbeit. Da zwar eine gute Dreiviertelstunde, bis ich dort bin. Aber seitdem ist unsere Benzinrechnung deutlich zurückgegangen. Manchmal, ich habe keine Monatskarte, die habe ich meiner Frau abgetreten. Wir haben so ein Jahresabo. Die meiste Zeit, wenn es schön ist, laufe ich zu Fuß in die Arbeit. Ihr werdet lachen, da brauche ich auch nur knapp ein bisschen mehr als eine Dreiviertelstunde. Klingt jetzt widersinnig, aber der Bus fährt erst in die Stadt rein. Damit ich dort umsteigen kann, muss ich jedes Mal warten. Und dann fährt er aus der Stadt raus. Wenn ich gleich die kürzeste Strecke gehe, komme ich genauso schnell hin. Natürlich gehe ich ungern, wenn es regnet. Dann fahre ich lieber Bus. Wo man sparen könnte, wenn man es nicht schon müsste, wäre beim Theaterbesuch, beim Restaurantbesuch, beim Kinobesuch. Ja, dürfen wir eh schon seit längerer Zeit nicht mehr, ne? Also sehe ich da momentan auch kein Potenzial zu sparen. Natürlich sollte man nicht ganz darauf verzichten, mal ab und an sich was zu gönnen, ist schon okay. Aber man muss halt Prioritäten setzen. Will man mehr sparen oder will man mehr auf Luxus leben? Ich würde mir auch nie wieder ein neues Auto kaufen. Ein Neuwagen hat einfach einen zu hohen Wertverlust. Lieber eine gebrauchte, gut erhaltene Kiste mit TÜV, als jetzt ein Neuwagen, der nach 3 Jahren bloß noch die Hälfte wert ist. Manche Wegen kriegt man einfach nicht mehr los, weil sie keiner haben will. Merkt ihr es?
Seht ihr es? Ein wichtiges Utensil, wenn man im Winter mit den Kindern zum Eislaufen geht, an einen kleinen Tümpel oder See. Da steht eine lange Metallstange oben auf mit einer Schlaufe. Ja, wenn mal jemand einbricht, dann ist sowas optimal. Der kleine Tümpel vor mir, der sonst immer zum Naturschutzgebiet gehört, da gehört auch noch, war immer voll bis oben hin. Schaut mal, was jetzt ist. Trocken, sehr, sehr trocken. Nix mit Schlittschuhlaufen. Baden kann man in solchen Tümpeln eh nicht. Ich habe euch ja versprochen, bei der Pause zu zeigen, was ich so zum Trinken dabei habe. Sieht aus wie Kaffee. Es ist auch Kaffee. Allerdings sogenannter Cold Brewed Coffee. Ich mache mir den selber. Ich habe noch, oder wir filtern noch den Kaffee mit so einem richtigen, schon alten Filter. Da lasse ich den Kaffee dann viermal durch. Also ich lasse ihn dann in die Flasche rein, fülle ihn zurück in die Kanne, schütte ihn dann noch weitere dreimal über den Kaffee. Und ihr werdet feststellen, der schmeckt viel fruchtiger, nicht so bitter, hat auch Koffein. Ich mag ihn gern, wenn ich unterwegs bin. Tja, Prost! Ach ja, die Flasche, viele werden sie schon kennen, die aus dem Bereich Prepper Bushcraft unterwegs sind. Das ist eine sogenannte Negane, BPA-free. Die sind also nicht so ungesund wie manche andere Kunststoffverpackungen. Passt ein Liter rein, es gibt es auch mit Trinkaufsatz. Eignet sich hervorragend zum Mitnehmen, nur Kohlensäurehaltige solltet ihr nicht einfüllen. Da wird jede Flasche undicht auf Dauer. Wenn ihr euch fragt, was ich so in meinem Rucksäckchen habe, da ist diesmal leider nicht viel drin. Meine Papiere, eine Geldbörse. Ja, die Papiere habe ich immer dabei, weil da auch der kleine Waffenschein dabei ist. Wenn ich eine Schreckschusswaffe trage, muss ich mich ja auch ausweisen können und den Waffenschein parat haben. Ja, zum Thema Schreckschusswaffe oder ja, andere Selbstverteidigungsmittel. Ja, sei es jetzt das Pfefferspray, Tierabwehrspray, ein Taser. Natürlich alles zugelassen mit PTB-Prüfsiegel. Das muss drauf sein, sonst kriegt ihr ein Problem. Ja, warum habe ich das überhaupt dabei? Warum empfehle ich es euch? Empfehle ich es euch wirklich? Eigentlich schon. Wenn ihr so die Presse verfolgt, kümmert sich die Polizei, und das ist meine subjektive Meinung. Sicherlich nicht objektiv, ich habe da keine Zahlen. Aber subjektiv, die Polizei jagt lieber Leute, die keine Maske anhaben. Teilweise mit dem Auto oder man auch geplant hat mit den Drohnen. Anstatt sich um andere Delikte zu kümmern. Sexuelle Belästigung, die hat zugenommen. Jetzt, wo es wärmer wird und schöner wird, wahrscheinlich wieder mehr. Körperverletzungen haben generell zugenommen im letzten Jahr. Einbrüche sind natürlich zurückgegangen, weil die meisten Leute ja zu Hause sind. Die Einbrecher trauen sich da nicht rein, wenn da jemand im Haus ist. Wenn sie sich trauen, dann geht es meistens für die Bewohner schlecht aus. Sachschäden, die sind auch angebracht oder kommen auch öfter vor. Vor denen habe ich aber weniger Angst, da bin ich nicht direkt damit konfrontiert. Früher hatte ich so einen Teil nicht. Muss ich dazu sagen, ich habe eine Nahkampfausbildung. Ich habe früher sogar ein eigenes Dojo gehabt. Und mich hat mal jemand versucht auszurauben in der Tiefgarage. Hat mir ein Messer vor die Brust gehalten und hat gemeint, er müsste mein Portemonnaie bekommen. Das hat er auch gekriegt, nämlich ins Gesicht. Und dann habe ich ihm den Tritt nachgesetzt. Wer das kann, gut. Wer es nicht kann, schlecht. Aber da war ich gut 20 Jahre jünger als jetzt. Heute würde ich mir das nicht mehr zutrauen. Ein Gegner. Ja, vielleicht. Aber die treten leider nicht einzeln auf, sondern mittlerweile schon in ganzen Gruppen. Und da hat man einfach das Nachsehen. Man kann sich nicht gegen so viele Leute zur Wehr setzen. Kann man sich denn mit einem Pfefferspray oder einer Schreckschusspistole zur Wehr setzen? Man kann sie abschrecken. Ja. Ob man sie dadurch aggressiver macht und das Ganze verschlimmert, macht euch mal Gedanken drüber. Wenn ihr euch wehrt, dann ziemlich konsequent. Dem Ersten gleich so eine Verletzung zufügen, dass er kampfunfähig ist.
das nimmt den anderen erstmal den Schneid und demjenigen die Sicht. Und wenn ihm nur so eine auf die Nase haut, dass er Tränen in den Augen hat. Oder ihm das Pfefferspray benutzt und er nichts mehr sieht. Oder Schreckschusspistole mit Pfefferpatronen. Dann ist er wenigstens für 20, 30 Sekunden ausgenockt. Und derzeit müsst ihr euch um die anderen kümmern oder weglaufen. Wobei ich sage, wenn es mehrere sind, ist Weglaufen wahrscheinlich die bessere Option. Von Haus aus ist es besser, wenn ihr etwas umsichtiger durch die Gegend wandert. Also beobachten, ist da eine Gruppe, lungert die schon rum, muss ich jetzt unbedingt an denen vorbei oder kann ich einen Weg drum herum nehmen? Natürlich nicht so, dass die Leute das sehen und glauben, ja, der hat jetzt Angst und jetzt macht er extra, damit er da rumkommt, einen Umweg. Und den können wir jetzt erst recht, ne? Schon selbstbewusst auftreten, aber halt den ganzen Problemen aus dem Weg gehen. Das ist der beste Weg, den ihr machen könnt, glaubt's mir. So, ich bin jetzt fast am Ende meiner Tour und damit leider auch am Ende des Videos. Ich hoffe, ihr konntet euch ein bisschen was rausziehen, ein paar Anregungen rausnehmen. Ja, auf solchen Touren komme ich meistens ins Denken und dann rede ich halt auch viel. Soll ich dafür. Aber ich glaube, manchmal ist es auch sinnvoll. Genießt die Zeit jetzt, solange es noch so schön ist. Soll ja wieder kälter werden. Im April wird das Wetter sicherlich schlechter. Geht jetzt noch raus, jetzt habt ihr die Möglichkeit. Dann sage ich ciao, bis zum nächsten Mal.